So, hallo, und da sind wir wieder bei Portal 2, Part 10, glaube ich, mittlerweile. Wir sind das letzte Mal durch diese langen Röhrengänge, nachdem wir das Nervengas-Dingens zerstört haben, hier angekommen. Ja, sind getrennt worden von unserem Kumpel. Ich bin mir nicht so sicher, ob das so gut ist. Okay, ich könnte hier durch die Tür. Nein, kann ich nicht. Ich könnte gucken, ob ich hier hoch kann oder so. Hier kann ich natürlich Portale setzen. Wo bin ich? Ich. Hier. Da wollen wir nicht runter. Aber wo wollen wir hin? Hier drüben ist das ein. Ist das tatsächlich jetzt eine Fläche? Ja, irgendwo scheine ich da zu landen. Ja, ab geht's. Okay, scheint zu funktionieren. Ah. Cake Dispensary. GLaDOS Emergency Shutdown. Da komme ich doch nicht rein. Ich dachte wirklich nicht, dass du darauf reinfällst. Tatsächlich wartet nach diesem Kinderspiel eine noch viel größere Herausforderung auf dich. Hätte ich gewusst, wie leicht man dich ködern kann, hätte ich ein Stück Speck an einem Seil von der Decke hängen lassen. Hilfe! Nein, nein, nein! Das war wirklich reizend. Aber jetzt kommen wir zur Sache. Diesmal hast du hoffentlich mehr zu bieten als eine Portalkanone. GLaDOS. Andernfalls bist du die längste Zeit der Präsident des Clubs der Lebendigen gewesen. Haha. Aber im Ernst, mach's gut. Das ist meine Chance. Das ist nicht gut. Die sind alle kaputt. Edgy-badgy. Oh, du warst beschäftigt. Tja, wir könnten natürlich hier rumsitzen und einander anstarren, bis jemand tot umfällt. Aber ich habe eine bessere Idee. Dein alter Bekannter, tödliches Nervengift. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt für eine Weile die Luft anhalten. Wenn ich du wäre, würde ich mich jetzt gleich mal wundern. Hallo? Hey, mein Freund. Ich hasse dich so sehr. Warnung, zentraler Kern zu 80% beschädigt. Seltsam. Ich fühle mich gar nicht defekt. Ich fühle mich sogar ziemlich gut. Alternative Kern entdeckt. Oh, die sprechen über mich. Schließen Sie den Ersatzkern an, um den Kerntransfer einzuleiten. Kerntransfer? Du machst wohl Witz. Ersatzkern Ab akzeptiert. Geht's. Ersatzkern, bereit für den Transfervorgang? Jawohl! Beschädigter Kern, bereit für den Transfervorgang? Nein! Oh ja! Nein, 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 nein! PAD entdeckt. Transfervorgang kann nicht fortgesetzt werden. Ja! Hol mich raus! Außer ein PAD-Mitarbeiter ist vor Ort, um die PAD-Auflösungstaste zu drücken. Hol mich raus! Lass mich drin! Lass mich drin! Ja, was denn jetzt? Tu es nicht! Ja, los, mach es! Drück nicht den Knopf, du weißt nicht, was du tust. Was für ein Knopf? Ach, den da. So schnell. Denk darüber nach. Nur autorisierte Personen dürfen diesen Knopf drücken. Du bist nicht berechtigt dazu. Hör nicht auf sie. Ach, GLaDOS, lass die Wände, wo sie sind. Was viel wichtiger ist, ein Finger. Und damit drückst du den Knopf. Dann kann sie uns nicht töten. Täuscht Autorisierung vor. Das kommt auf die Liste deiner Zuwiderhandlungen, die ich erstellt habe. Besser gesagt, die ich noch erstelle. Denn du hörst einfach nicht auf damit, obwohl ich es dir befehle. Hör übrigens auf damit. Vergiss es, GLaDOS, also, vergiss ja, es. Ja, das stimmt zum Teil, aber falsch ist, während ich dich abgelenkt habe, haben wir den Knopf gedrückt. Nutze den Moment der Verwirrung und drück auf den Knopf.
Wir fangen doch gerade erst an. Okay, wenn ich hier rumgehe, bringt mir das nichts. Habe ich dir jemals gesagt, was ich an dir ganz besonders schätze? Also als erstes deine Lösungskompetenz. Ich liebe es, wie du Probleme löst, besonders in Diskussionen. Und zweitens, wie du Knöpfe drückst. Die beiden Sachen mag ich so an dir. Deine unnachahmliche Art, Knöpfe zu drücken und deine Überzeugungskraft in Diskussionen. Ja, ja, ich drücke ja schon, wenn ich hinkommen würde. Ach, ich komme sogar hin. Bei unserem ersten Treffen dachte ich... Gelöst. Zurück zur Kernstation. Warte, und wenn das wehtut? Wenn das richtig wehtut? Oh, daran habe ich nicht gedacht. Oh, glaube mir, das wird es. Sagst du das jetzt nur so oder tut das wirklich weh? Das sagst du nur so, oder? Du willst nur, ich meine, das tut wirklich weh, oder? Wie schmerzhaft genau wird. Ah! Hände weg von mir! Nein! Stopp! Nein! 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 Boah, da wird sie auseinandergenommen. Ach du Scheiße. Partner im Putt. Unwichtig und bedeutungslos. Moment, da fällt mir was ein. Wie soll ich denn da reinkommen, so riesig wie ich bin? Ich hab's. Du steigst in den Fahrstuhl und ich schleudere mich aus meinem neuen Körper in den Fahrstuhl, wenn du an mir vorbeikommst. Genial. Okay, das Ding auch irgendwie das mitnehmen? Sind dann nein. Umfliegende Glasscherben, wenn ich in den Lift geschossen komme. Ja, ja. Ich hab immer gedacht, wie cool es wäre, wenn ich das alles kontrollieren könnte. Und man, ist das cool. Hast du das gesehen? Ich bin ein verdammtes Genie. You are using this translation software incorrectly. Please consult the user manual. Was habe ich da gerade gesagt? Egal, ich kann's abrufen. Oh, tut mir leid, der Fahrstuhl. Ich bin so vergesslich. Dieser Körper ist einfach nur eine Wucht. Unfassbar, wie klein du bist. Aber ich bin riesig. sag mal... Warum müssen wir ausgerechnet jetzt von hier abhauen? Weißt du eigentlich, wie gut sich das anfühlt? Oh, ich wusste es. Ich war das. Der winzig kleine Weekly hat das gemacht. Es war alles ihre Schuld. Du hast nichts getan. Ach echt? Das glaubt ihr zwei also? Dann muss ich wohl was unternehmen. Was tust du da? Nein, nein, nein! Freu dich mal nicht zu früh, junge Dame. Weißt du, was du bist? Egoistisch. Was ich alles geopfert habe, um uns hierher zu bringen. Und was hast du? Kann ich hier wieder raus? Nichts. Nada. Du kommandierst mich nur rum. Und jetzt? Wer ist jetzt hier der Boss? Nein, ich kann nur zugucken. Ja. Siehst du? Das ist eine Kartoffelbatterie. Ein Kinderspielzeug. Jetzt lebt sie darin. Entschuldige, was? Die Techniker wollten unbedingt, dass ich mich benehme, langsamer werde. Einmal haben sie mir sogar einen Intelligenzdämpfer eingesetzt. Er hat sich wie ein Tumor an meinem Kern festgesetzt und einen Endlosstrang dummer Ideen erzeugt. Nein, ich höre gar nicht zu. Es war deine Stimme. Nein, nein, du lügst, du lügst. Nein! Das lief irgendwie schlecht. Das lief irgendwie ganz, ganz schlecht. Also, ganz, ganz schlecht. Und ich bin still während der Sequenz, ne? Ist klar. Teil 6. GLaDOS! Gut, mein Scheinapplausprozessor hat überlebt, den haben wir also. Da wir scheinbar nicht weiterkommen, das heißt, wir kommen.
Ergebnis der Arbeit der besten Denker einer ganzen Generation mit dem Ziel, den größten Schwachkopf aller Zeiten zu entwickeln. Und du hast ihm eben die gesamte Anlage anvertraut. Gut, geht noch. Nur für den Fall, dass dieses Loch doch nicht unendlich ist, könntest du vielleicht einen deiner Stiefel ausziehen und mich hineinschieben? Du musst nur auf dem anderen Fuß landen. Yeah. Oh, ouchen. Was war das? Teil 7, der Aufprall. Nein, natürlich nicht. Alter, dieses Spiel geht gerade richtig ab. Ja, nimm GLaDOS mit. Hui, wir sind zum Glück gar nicht weit gefallen. Also gar nicht. Puh. Ach, das ist der Kerl. Der ist doch eigentlich klug gewesen, der Typ. Der hätte doch eigentlich wissen müssen, dass GLaDOS solche Psychotricks versuchen wird. Dass er da wirklich drauf reingefallen ist, naja, also das... Also das verstehe ich ja nicht. Nicht so wirklich. So, wo können wir denn mal hingehen? Am besten da, wo es dunkel ist, sodass keiner mehr was sieht. Nicht. Gut, gehen wir lieber zum Feuer. Da ist schön hell. Und warm. Da ist bestimmt schön warm. Ach, ist das schön warm. So. Okay. Irgendwelche Secrets? Ich glaube nicht. Wo zum Geier sind wir? Also ich. Also ihr. Ihr Zuschauer, ihr seid ja auch hier jetzt. So ein bisschen. Okay. Hopp. Und hopp. Boah, ich kann hier ein Portal aufmachen. Oh mein Gott. Gut, das andere kann ich hier drüben aufmachen. Das war schwer. Hui. Was? Achso, das war das hier. Das da oben ist das auch? Ja. Und hopp. Na, geh durch. Boah. Wo sind wir? Schauen wir uns mal ein bisschen um. Ich finde, ich bin bei Portal 2, ich bin immer ein bisschen still, aber das liegt einfach daran, weil ich auch die Atmosphäre so geil finde und die will ich nicht... Ja, wo muss ich denn hin? Ach, da oben. Nein. Schade. Und die Atmosphäre will ich nicht mit meinem Geschwafel, naja, halt, ne? Und so. Ihr wisst, was ich meine, aber ich weiß gerade nicht. Das da oben vielleicht? Nein. Das da vielleicht? Nein. Da! Jetzt habe ich dich gefunden. Hopp. Okay, wir könnten jetzt hier wieder runterspringen, aber... Aber das machen wir auch. Hui. Wo sind wir denn jetzt? Ach, jetzt sind wir hier hinten. Okay. Hier standen wir gerade noch. Das ist jetzt ein ziemliches Open-World-Ding. Also Open-World nicht direkt, aber... Wir können theoretisch gesehen, können wir überall hin.
natürlich nur rein theoretisch gesehen. Ach du heilige Scheiße, ist das riesig. Okay, hops. Wir könnten hier mal den Gang hoch, aber ich will gerade noch nicht da entlang, wo es richtig sein könnte, weil ich will nichts verpassen. Irgendwo könnte ja was versteckt sein. Komme ich hier wieder raus? Hui. Ja, okay. Puh, nochmal Glück gehabt. Was? War da was? War da was oder bin ich doof? Nee, ich glaube, das habe ich mir eingebildet. Das war wahrscheinlich auch nur so ein Schatten oder sowas. Ja, da ist nichts. Okay. Mir war wie wenn ich da, wie wenn sich da was bewegt. Ja, keep out. Oh, wir können auch hier hochlaufen. Man kann hier echt überall auf dem Zeug rumturnen. Do not enter. Oh, okay. Das, was ist das? Condemned Testing Area, okay. Was? Wozu? Wozu kam das denn jetzt? Soll ich hier irgendwas ranzoomen? Ach, da oben! Sollte ich das da oben sehen, ja? Hier kann ich kein Portal errichten da drin, nein. Hier komme ich gar nicht rein. Okay, okay. Ich muss da oben weiter. Okay, alles klar. Ich muss da oben weiter. Jetzt soll ich wieder ranzoomen. Oder wie sehe ich das? Ach jo. Okay, ich muss also genau immer... Die sind dann schon eindeutig, die Teile, wo man rangehen kann. Ah, jetzt können wir hier runter. Keep out. Huch. So, wo muss ich als nächstes hin? Von da drüben kommen wir. Kann ich hier unten? Da! Und wir sind in diesem Keep-Out-Dingen. Hier war der Eingang. Hier war der Eingang. Kann ich das jetzt aufmachen? Für den Fall, dass ich sterbe und... Na gut, dann starte ich hier irgendwo, da wo ich direkt gestorben bin. Okay! Mal schauen, wo wir hinkommen. Hopp. Do not enter. Aber ich will aber. Keep out. Nein, ich will nicht. Ich bin ein kleines, störrisches Kind, das genau das tut, was es nicht soll. Hui. Und zwar überleben. ach Mensch, alles nur weil der Kerl da oben. Naja. Okay, da kann ich was drücken. Soll ich wohl auch. Na dann. Was ist das? Okay. Hier kann ich überall Portale aufmachen, ne? Dann könnte ich mal da hoch. Jetzt gucken wir erstmal. So weit kann ich auch noch laufen. Das ist alles kein Thema hier. Okay, hier brauchen wir wieder einen Schalter. Ja gut, dann gehen wir erstmal da... Ups. Erstmal da hoch, wo ich das Ding jetzt gesetzt habe. Ach. Natürlich setze ich wieder den falschen. So.
2, 1. Ah, ich verstehe. Ich muss die Schalter schnell drücken. Das heißt, wir setzen einen hier hin. Und einen hier hin und dann... Jupp, das sollte funktionieren. Okay, was passiert da? Wo kommt das Licht her? Ach, weil sie das dreht. Hilfe! War das gut? Okay. Ich komme hier gerade nicht raus. Ah. Ist hier sonst noch was? Ich will hier nichts. Alter, was ist hinter diesem Ding? Wahrscheinlich GLaDOS 3000 oder so. Hier kann man auch mal nach hinten gehen. Ach, hier komme ich hier hin. Okay, okay, alles klar. Ja gut, dann sind wir in dem Bereich auch soweit. Fertig und ich möchte auch weitergehen. Es ist gerade echt spannend. Was uns hier erwarten wird. Oh. Danger, keep out. Oh, ich müsste langsam mal einen neuen Part. Oh, Mist. Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Eieieiei. Stimmt, das ist ja... Boah, wir sind ja immer noch in dem Part, in dem GLaDOS besiegt wird am Anfang. Hoppla. Ja, dann machen wir an der Stelle mal einen Schluss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und beim nächsten Mal geht's weiter. Das ist doch wieder ein schöner Cliffhanger. Tschüss. Aber, mal gut, ich habe zwar schon Tschüss gesagt, aber ich denke, in dem Spiel ist alles ein Cliffhanger, solange man nicht durch ist, weil es ist echt spannend. Also, Tschüss.